Ökonomie braucht Menschlichkeit. In diesem Sinne wirken wir für eine Revolution in der Wirtschaft, sodass diese wieder dem Menschen dient. Egal welche Branche. Unser Ziel ist immer ein Unternehmertum, welches allen Menschen ein würdevolles Leben ermöglicht. Neben Wertschätzung und Wertschöpfung für Unternehmer und Mitarbeiter geht es uns darum, eine lebenswerte Zukunft nicht nur zu erträumen, sondern sie eigenverantwortlich und in Co-Kreation zu gestalten. Die Zukunft wird menschlich. Das nun folgende Manifest ist unser Wertefundament, welches wir gemeinsam mit Mentoren und mit wegbereitenden Unternehmern in die Welt gesetzt haben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Freude, Leichtigkeit und Vertrauen. Niemals war mehr Anfang als jetzt. Walt Whitman. Jetzt ist es Zeit für einen gesellschaftlichen und unternehmerischen Wertewandel. Wir laden dazu ein, Leichtigkeit, Freude und Vertrauen zu leben. Entzünden wir das Feuer für ein bewusstes und gemeinsames Leben. Dazu braucht es Wahrhaftigkeit. Die Ausgangslage. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun und für das, was wir nicht tun. Im Namen der Allianz Bewusst gemeinsam leben steckt das Programm. Wir sind nicht gegen etwas, sondern für notwendige Veränderungen und eine wahrhaftige Wende. Jeder einzelne Mensch, vor allem in Österreich, ist eingeladen, mitzuwirken und als wichtiges Puzzlestück ein Teil der Lösung zu sein. Die Grundüberlegung. Einzelne österreichische Pioniere haben im Alleingang bereits ebenso steinige wie erfolgreiche Wege beschritten. In Verbindung mit ihren Unternehmen stehen sie für nationale Projekte, die Vorbild für eine Gesellschaft im Wandel unserer Zeit sind. Diese Betriebe überstehen Krisen leichter, da das Wohl von Natur, Mensch und Tier im Mittelpunkt steht. Der Unternehmenszweck dient Mitarbeitern, Partnern und Kunden gleichermaßen. Aufbauend auf die Kraft dieser Pioniere setzt die Allianz Bewusst gemeinsam leben einen praktischen, dynamischen Prozess in Gang. Wir agieren auf der Grundlage dieses Manifests. Je mehr Menschen sowie zeitgemäße und zukunftsorientierte Unternehmer sich durch dieses Manifest eingeladen fühlen, desto größer ist die Chance auf sinnerfüllte Veränderung in unserem Land, wofür Bewusst gemeinsam leben als Drehscheibe dient. Die Rückbesinnung zur Natur. Handlungen im Einklang mit der Natur schließen zerstörerische Aktivitäten aus. Es gilt zu erkennen, dass wir Menschen nur ein Teil des Ganzen und voneinander abhängige Wesen sind. Die Natur mit ihrer Vielfalt soll uns Vorbild sein. Wir müssen Zusammenhänge verstehen, um ein ganzheitliches Verständnis für unser Dasein zu gewinnen, bei dem ein würdevoller Umgang mit sich selbst und miteinander im Mittelpunkt steht. Dankbarkeit im Allgemeinen und im menschlichen Umgang soll in unserem Tun und Sein sichtbar werden. Die Lebensmittelproduktion und Versorgung. Speziell in der Lebensmittelproduktion braucht es ein Umdenken, um die Versorgung der Bevölkerung auch in Krisenzeiten zu garantieren. Dabei spielt auch die nahe Versorgung eine große Rolle, was wiederum die Region stärkt. Die landwirtschaftliche Produktion muss bedarfsgerecht ausgerichtet sein. Nicht nur um eine verlässliche Versorgung zu gewährleisten, sondern auch um Nutzflächen und deren Bodenqualität zu verbessern. Österreichische Lebensmittel sind hochwertige Mittel zum Leben. Die Erzeugung ehrlicher Produkte in natürlicher Vielfalt muss dem Landwirt ein würdevolles Leben ermöglichen. Die Produktion muss transparent, also durch- und überschaubar sein und soll so beim Konsumenten Vertrauen schaffen. Berg- und Grünlandbauern, die mit ihrer Arbeit die Landschaftsbilder sowie das Ökosystem erhalten, leisten damit wertvolle Arbeit für den Tourismus und die Bevölkerung. Die Menschen in Stadt und Land haben mit ihrem Konsumverhalten den Auftrag, die ländliche Struktur zu erhalten. Die Landwirtschaft hat den Auftrag, die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln zu garantieren. Die Energiesicherheit. Zukünftig wird für die Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte sowohl für stationäre als auch mobile Anwendungen auf die Nutzung fossiler Ressourcen weitestgehend verzichtet. Die neuen Energiequellen sind Wasser, Sonne, Wind, Biomasse und Reststoffe, sowie Energieträger wie Wasserstoff und andere technische Lösungen. Mit innovativer Energiespeicherung und kluger Energieverteilung
wird Österreich zum Vorreiter im Engagement für eine nachhaltige grüne Welt. Die dabei entstehenden Einsparungen beim Import von Erdöl und Erdgas führen zur Anhebung der österreichischen Wertschöpfung und Unabhängigkeit in beträchtlichem Ausmaß. Die Finanzierungssicherheit. Geld muss wieder dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Das Bankgeschäft soll sich nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien orientieren. Die Infrastruktursicherheit. Die Versorgung von ländlichen Regionen, die eine schwache Infrastruktur haben, muss mit zeitgemäßen Konzepten und starken Partnern unterstützt werden. Aktivitäten von bewusst gemeinsam leben. Die Jetzt-ist-es-Zeit-Tour durch Österreich. Die besten Ideen und Konzepte sind nichts wert, wenn sie in der Schublade liegen. Daher besuchen wir Regionen in allen Bundesländern, um innovative Menschen kennenzulernen, die zu Verbündeten werden. Zudem liefern wir Informationen zu bisher weniger bekannten Projekten, um sie sichtbarer und wirksamer zu machen. Es geht uns um die Vernetzung, um das Zusammenbringen der Puzzleteile für das Bild einer bewusst gemeinsamen Zukunft. Österreich hat über 2000 Gemeinden, die uns als strukturierter und klar definierter Umsetzungsraum dienen. Wir schaffen gemeinsam mit den Verantwortlichen und den Bewohnern aus allen gesellschaftlichen Schichten Vorbildgemeinden, sogenannte lebenswerte Gemeinden, in denen die kommunale Intelligenz genützt wird. Das sind unsere Anliegen. Und so laden wir auch Meinungsmacher ein, mit uns zu wirken und sich dafür stark zu machen. Jeder für sich und alle gemeinsam. Wir handeln, denn wir wollen bewusst gemeinsam leben. Zum Wohle aller, mit so vielen wie möglich. Niemals war mehr Anfang als jetzt. Niemals war mehr Anfang als jetzt. Wir haben es in der Hand. Die Karten werden neu gemischt und jede und jeder von uns mischt mit. Wir können den Anfang, der jetzt ist, mitbestimmen. Den Anfang einer neuen Art des Wirtschaftens, wo wir aufs Ganze schauen, wo wir Ressourcen schonen und Kreislaufwirtschaft betreiben, wo wir fair mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, wo wir an nachfolgende Generationen denken, wo sinnvolle Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, wo Dinge repariert und erhalten werden, wo wir einfach liebevoll und menschlich sind. Jetzt ist der Anfang einer freundlichen, sinnvollen, humanen Art des Wirtschaftens, einer Ökonomie der Menschlichkeit. Stimmen unsere Werte überein? Diese sind unsere Einladung und unser Aufruf an Sie. Wirken Sie mit, werden auch Sie zum Leuchtturm für eine Ökonomie der Menschlichkeit. Zusammen mit tausenden weiteren Unternehmen wird die Transformation hin zu einer Wirtschaft, der uns Menschen dient, gelingen.